Hallo, hier ist wieder dein Coach Martin und wir beide trainieren heute zusammen ein ganz knackiges Ganzkörper-Workout. Nimm dir 20 Minuten Zeit, schnapp dir eine Matte und ein Theraband und dann geht's gleich los. Und bevor wir jetzt richtig in die Vollen starten, wärmen wir uns natürlich erstmal noch kurz auf, um unser Blutkreislauf in Gang zu bringen und auch bestmöglich aufgewärmt zu sein. Wir fangen jetzt erstmal an mit den klassischen Jumping Jacks. Und stopp. Okay, nächste Übung. Wir stellen uns ein bisschen breiter als schulterbreit auf. Nehmen die Arme zur Seite und führen diagonal den rechten Arm runter zum linken Fuß und andersrum genauso. Stopp. Okay, nächste Übung. Wir gehen jetzt zu den seitlichen Schritten über, also den Ausfallschritt zur Seite. Fang einmal an mit rechts und gehen dann nach links und los geht's. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliché, we're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss now. Okay. So, kurze Erwärmung. Ihr merkt schon, der Kreislauf ist im Gang. Und jetzt starten wir mit dem Ganzkörpertraining. Macht euch bereit. Die erste Übung sind Liegestütze. Und wir gehen runter und fangen an. Und Pause. So, 20 Sekunden kurz einmal durchatmen und danach geht es jetzt in 10 Sekunden weiter mit den Bear Walks in Verbindung mit Liegestützen. Wir stellen uns schon mal auf, stellen uns an die Kante der Matte und es geht los. Sekunden Pause. Kurz durchatmen. Nächste Übung. Liegestütz isometrisch halten. Gehen schon mal runter auf den Boden. 5 Sekunden geht es weiter. Liegestützposition. Und wir gehen runter und halten. Thank you.
Pause. Okay, 5 Sekunden kurz Pause und dann kommen wir zur letzten Brustübung. Und zwar, wir haben hier einmal die Hände zusammen, pressen sie zusammen, führen sie zum Körper und wieder nach vorne. Und los geht's. Und kurze Pause. So, könnt schon mal euer Terraband holen. Stellen uns schon mal hin. Stellen uns auf die Mitte des Bandes. Und wir machen jetzt weiter mit dem Rücken. Und zwar mit dem breiten Rudern. Und los geht's. I've been fighting everything you say. I've been trying to go the other way, but I can't seem to get you out of my head, out of my head. I've been fighting everything you'll be, 'cause everything you'll be is changing me. Und kurze Pause. Okay, ihr merkt schon, es ging vor allem auf den oberen Rücken, hintere Schulter, Trapez und Rhomboideen. Und in 10 Sekunden machen wir weiter mit dem engen Rudern. So, wieder in Position gehen, Knie leicht gebeugt und wie für die Ellbogen nah am Körper nach hinten. Und Pause. So, wir behalten das Terraband in der Hand, gehen schon mal runter auf den Boden. Jetzt kommen Superman Flies in Verbindung mit Latzug. Einmal auf dem Bauch liegen, Arme nach vorne ausstrecken und los geht's. Und Pause. Okay, für die nächste Übung nehmen wir einmal das Band wieder in die Mitte, stellen uns drauf, nehmen dieses Mal das Band über Kreuz und arbeiten jetzt diagonal. Linkes Bein nach außen, rechter Arm nach oben. Und
Pause. Wir bleiben in der Position und machen jetzt einmal mit den Schultern weiter. Und zwar mit Seitheben. So, Rücken ist gerade, Schultern nach hinten gezogen und es geht weiter. Und kurze Pause. So, für die nächste Übung behalten wir das Theraband in der Hand und machen Butterfly Reverse für die hintere Schulter. Noch 5 Sekunden. So, das Band über den Körper nehmen und die Hände nach außen ziehen und wieder zurück. Und kurze Pause. So, für die nächste Übung legen wir einmal das Band auf den Boden und haben das Band in einer Hand, machen den Oberarm auf 90 Grad und auch den Unterarm 90 Grad zeigt nach vorne und wir fangen jetzt an zu rotieren. Und Pause. Okay, einmal auf das andere Bein wechseln. Linke Bein stellt sich auf das Theraband. Nehmen das Band in die linke Hand. Den Oberarm wieder auf 90 Grad. Unterarm 90 Grad zeigt nach vorn. Und es geht hier wieder weiter. Und Pause, okay. Das Theraband könnt ihr zur Seite legen. Und wir machen jetzt weiter mit den Beinen. Angefangen mit den klassischen Squats. Ja, schon mal hier schulterbreit aufstellen. Die Zehenspitzen zeigen leicht nach außen. Und es geht los.
kurze Pause. Als nächstes kommen wir zu den Ausfallschritten. Stellen uns an den Rand der Matte. Und auch hier wieder am Wechsel, rechtes Bein, linkes Bein nach vorne. Macht euch bereit, noch 5 Sekunden. 3, 2, 1 und Feuer. Und Pause. Okay, für die nächste Übung gehen wir auf den Boden. Wir machen hier die Hip Thrusts, aber keine einfachen, sondern wir heben dabei ein Bein an, fangen mit dem rechten an, legen uns hin, rechte Bein ausstrecken und jetzt schieben wir die Hüfte nach oben. Und Pause. So, kurz die Beine ausschütteln. Wir bleiben auf dem Boden und wechseln gleich bloß einmal das Bein. Nochmal tief durchatmen. Noch 5 Sekunden. Und dann linkes Bein nach oben. Und die gleiche Übung nochmal. Und los geht's. Und Pause. Okay, letzte Beinübung. Stellen uns ein bisschen breiter auf als schulterbreit und wir verlagern das Gewicht von rechts nach links in der Squat-Position. So, bereit? 3, 2, 1 und los geht's. Wir bleiben in der unteren Position und wechseln hier von einem Bein auf das andere. Ja, das reicht natürlich noch nicht. Ist ja ein Ganzkörper-Workout. Wir machen jetzt noch weiter mit dem Bauch. Hier gehen wir auf die Matte und machen weiter mit den klassischen Crunches. Fersen anstellen, Arme über Kreuz und es geht los. We'll be right back.
Pause. Kurz durchatmen. Wir machen ihn weiter mit den Russian Twist. Darfst dich schon mal aufsetzen. Und auch hier wieder schön den ganzen Oberkörper von rechts nach links mitnehmen. Und natürlich die Beine anheben, Rücken ist gerade, Bauch anspannen und dann geht's los. Kurze Pause. So, wir bleiben natürlich unten auf der Matte. Wir legen uns dafür wieder auf den Rücken. Die Beine bleiben angestellt. Nehmen die Arme nach oben und strecken jetzt die Fingerspitzen hoch zur Decke. Und los geht's. Und kurze Pause. So, kommen wir zur letzten Übung. Der Planke mit den Knien zu den Ellbogen führen. Nochmal eine schöne Finisher-Übung für heute. Gehen in Position. Und einmal Knie nach oben. Und jetzt führen wir das rechte Knie zum rechten Ellbogen. Und linke Knie zum linken Ellbogen. Wir haben es geschafft. 20 Minuten Vollpower durch. Ich schwitze, bin außer Atem. Mega geil. Ich hoffe, dir hat das Ganzkörper-Workout gefallen. Speichere es dir auf jeden Fall ab, damit du es immer mal wieder so 2-3 Mal die Woche trainieren kannst. Lass auf jeden Fall einen Daumen da. Und hier oben siehst du noch ein Video von mir, wenn du bei den Liegestützen Probleme hattest, wie du sie Schritt für Schritt lernen kannst. Und darunter hast du noch ein Video, wie du dich in der aktuellen Zeit fit halten kannst. Wenn du noch weitere Workout-Videos von mir sehen willst, kannst du unten gerne ein Abo da lassen. Ich brauche erstmal ein Handtuch, um was zu trinken. Und wir sehen uns im nächsten Video.